Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Frust und Verzweiflung anzunehmen bei Lofterne im Ardenwald an dieser Position. Vorquest war der Ruf der Jagd. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quest angenommen habe. So könnt ihr direkt zur gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Quest ist angenommen, nun heißt es Gorak Zar besiegt. Dazu muss man jetzt erstmal bei Lofterne diese Sprechblase anklicken. Und jetzt startet ein Szenario mit einigen Unterzielen. Als erstes reitet mit die Sera. Ja, die steht hier gleich daneben, wo man die Quest angenommen hat. Einfach mit der rechten Maustaste anklicken. Nun heißt es Dwust in Schlaf versetzt. 125. Man hat hier so ein standhaftes Bild, man kann nicht hin und her scrollen oder so die Sicht wechseln, sondern nur die Fähigkeit hier auf der 1 drücken und dann ins Feld zielen. Das darf man machen, bis man 125 Trust in den Schlaf versetzt hat. Ihr seht, die kommen hier die ganze Zeit nachgelaufen, hier sind auch noch welche. Und jetzt sieht es hier so aus, als ob ganz viele Gegner wären, die zählen aber nicht, denn die schlafen ja schon. Wenn ihr hinschießt, dann erwischt ihr nur die, was neu dazukommen. Also einfach, wo sich was bewegt, hinschießen, dann zählt es dazu. Ich habe jetzt 102. Da unten sind noch ein Haufen neue. Und hier bewegt sich ziemlich viel. 122, okay. Dann dürfte ich es gleich haben. Und jetzt fliegt die Sera weiter. Die fliegt jetzt automatisch zum Herz des Waldes anscheinend. Erstattet der Königin Bericht. Okay. Sie steht hier. Gibt es hier auch eine Map? Ja, eine spezielle Map, also Szenario-Map. Hier oben bin ich. Wurde automatisch hingeflogen. Sprechblase anklicken bei der Winterkönigin. Meine Königin, die Drust haben Aralons edles Herz gegen uns aufgehetzt. Er ist fort. Unser Feind marschiert jetzt zum Hain des Erwachens. Mit euren eigenen Untertanen in seinen Reihen. Was sind eure Befehle? Der treue Aralon verstand schwere Entscheidungen. Dass manche Opfer notwendig sind. Erhaltet den Segen der Königin. Okay, jetzt darf man hier diesen Extra-Knopf drücken. Sollte der bei euch nicht erscheinen, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht in einem Schlachtzug seid, was ich jetzt ausschließe. Oder vielleicht eins von euren Addons diesen Extra-Knopf blockiert. Meist sind das Interface-Addons. Wenn ich weglaufe, verschwindet der Knopf. Also man muss hier in diesem Kreis stehen. Knopf drücken. Und jetzt hat man hier diesen Buff, Schaden erhöht, Schaden verringert, Tempo und so weiter, alles erhöht. Jetzt heißt es, lass das Horn der wilden Jagd erklingen. Das ist gleich daneben erschienen, das Teil hier. Nun darf man 45 bewusst Streitkräfte besiegen. Okay. Das geht ziemlich gut, denn man hat ja diesen Super-Buff. Ihr habt euch selbst für meinen Geist geopfert.
Ich beschütze den Ardenwald bis zum bitteren Ende. Und, es ist euch vielleicht schon aufgefallen, auf dem Bildschirm erscheint nicht, wie viele Gegner ihr getötet habt. Nur bei der Quest selbst, beziehungsweise bei diesem Szenario Verfolgungsdings erscheint es. Aber da muss man auch nicht so drauf achten, denn wenn man es erfüllt hat, geht es automatisch weiter normalerweise. Laufe einfach diesen Weg entlang. Elite. Auch kein Problem. Oder ist es überhaupt eine Elite? Weiß ich jetzt nicht. Zu schnell gestorben. So. Wann jagen wir? Das ist ziemlich cool, wenn man den Buff die ganze Zeit hätte. Wir dienen der Königin. Okay, der Mob hält ein bisschen mehr raus. War aber, glaube ich, auch eine Elite. Dann war wohl der Wandwirt der Große keine Elite. Weil der ist wirklich schnell gestorben. So. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich die Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, noch zwei Gegner. Und mal schauen, was dann passiert. Okay. Man muss jetzt von sich aus zum Hain des Erwachens laufen. Das ist an dieser Stelle. Und wenn ihr diese 45 Gegner getötet habt, müsste die Winterkönigin hier erscheinen in diesem Kreis. Ob es auch passiert, wenn ihr die Gegner noch nicht getötet habt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht. Na gut, jetzt mit der Winterkönigin quatschen und die Spechblase anklicken. Die Drost glauben, den Hain des Erwachens zu erobern, sichert ihnen den Sieg. Aber da irren sie sich. Mundbeere, Herrn, alias, Zayat. Aha. Ich habe den immer Zayat ausgesprochen, glaube ich. Okay, nun hat sich das Szenario aktualisiert. Man soll verschiedene NPCs unterstützen, die gerade erwähnten. Es ist vollkommen egal, wo ihr anfangt. Also ich fange hier links an. Für den Ardenwald. Man hat auch einen starken Angriff. Glaubt, dass das ein Angriff ist. Dann besiege ich mal hier diesen Gegner. Ja, jetzt habe ich Stille bekommen, aber ich glaube, der Extra-Knopf ist noch durchgegangen. So. Und jetzt darf man hier diese Kugel benutzen. Abwarten. So. Dann muss man hier diese Mobs erstmal töten. Da ist auch noch was geredet, okay. Sind anscheinend alles Elite.
So. Jetzt tut der Zayat hier hinlaufen. Und ich benutze jetzt mal diese Kugel. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob man die Kugel auch benutzen kann. Könnte sein, bin mir aber nicht sicher. Könnte es ja gern benutzen. Schön, euch wiederzusehen. So. Ja, abgemountet. Klasse. Dann laufe ich da oben hin. Und ihr seht hier, die Kugel ist nicht benutzbar. Anscheinend muss man diese Gegner zuerst besiegen. Aber es geht ja ziemlich flott. Und jetzt ist sie benutzbar. Die Hand ist da. Dauert ein bisschen. Ich halte hier die Stellung. Ich habe jetzt nicht bei jedem Punkt die Map aufgemacht, denn ihr habt ja gesehen, wo ich hingelaufen bin. So. Hier ist auch noch eine Kugel, die ist aber nicht benutzbar. Also muss man jetzt erst wieder Gegner besiegen. So. Läuft da ziemlich gut. Schnell, helf mir mit dem Anker zu kommunizieren. Ja, und hier benutze ich diese Kugel. Ich übernehme ab hier. Jetzt hat sich das Szenario aktualisiert. Kehrt zur Winterkönigin zurück. Okay. Ich gewähre euch eine Audienz. Doch keine Audienz. Nun darf man vier Verankerungswunden zerstören. Diese sind hier. Die darf man angreifen, also nicht benutzen, sondern man muss gegen sie Schaden machen. Jetzt wurde mein Extra-Knopf unterbrochen, egal. Dann benutze ich erst den Knopf. So, auch erledigt. Und jetzt noch eine Verankerungswunde. Nun ist Kovac-Zar angreifbar. Extra-Knopf. Ich glaube, das ist ein Furcht, bin mir aber nicht sicher. Also den Gast, den sie gerade gemacht hat. Und man sieht, die ist gleich besiegt. So. Optional sprecht mit der Winterkönigin. Ich mag Optionen. So, Winterkönigin anquatschen. Und dann lass sie anklicken. Und nun ist man bei der Winterkönigin ganz automatisch hingekommen. Quest ist abzugeben bei der Winterkönigin im Ardenwald, Herz des Waldes, auf der Ebene das Blätterdach an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag
ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke, Ende.